So. Kennst du den Ben Laxer? Niemand. Jo, ja, das ist danach alles gut. Hey, Bro, der Tag ist schon. Zweite Runde, diesmal YouTube-Kacke, Peter Lustig, aber nicht von letztem Mal YouTube braucht WhatsApp, genau. Peter Lustig braucht WhatsApp. Diesmal, Peter Lustig hackt sich Abonnenten und prügelt sich mit Postboten. Also, fangen wir mal an. Leg los. Warnung, das Lachfall der Video beinhaltet Szenen mit Urheberlaut der Fiktion. Heute hole ich mir einen runter. Ja, Abendzahl steigt. Gut, braves Tier. Nun, die Aktie, ja, ja. Und die Aktie, ja. Ja, klettert auch. Wunderbar. Und dann, oder? Ja. Herein. Ja. Moin. Moin, moin. Meine Nachname 86. Was ist es denn? Moneymaker Software. Na, endlich. Das ist eine illegale Software für meinen Computer. Fürs Online-Packing, ja. Damit habe ich jetzt Zugriff auf meine Abos. Ja. Alle Achtung. Ja. Damit haben Sie zu tun? Ja. Kann doch jeder mit einem Computer und einem Streifen. Guck halt. Sehen Sie hier? Jetzt habe ich 2000 Abos. Die werden jetzt steigen und steigen und steigen. Und habe dann Geld verdient, ohne ein Fräulein zu finden. Dann können Sie mir jetzt mal Amsterdam meine 86,30 geben. Bar bezahlen, Herr Lustig, sonst ist es doch keine Nachname. Tut mir leid. Nein, Sie wäre bloß das Stück Scheiße. Er hatte noch Bargeld im Hause. Nur eine bitte. Ja, viel. Ja. Ein Erbstück für mein Eltern. 20, 40, 60, 60, 40, 20, 20, 40, 60, 60, 40, 20. Ist auch noch allerhand ausländisches Geld dabei, das können Sie doch umtauschen. Haben Sie ein schönes Trinkgeld, ne? Ich bin doch kein Kellner. Und schon gar kein Kellner. Hier, haben Sie Ihr Scheiß. Ach, wie wär's denn mit einem Tausch? Dieses schöne Lebensmodell gegen das Päckchen. Wir sind doch hier nicht mal eins und eins. Außerdem stellen Sie sich vor, jeder Kunde würde mir seinen Scheiß andrehen. Der eine seine Bratpfanne, der andere ein Ölgemälde, der andere ein Bratgemälde, der andere seine Ölpfanne, der andere ein Kellner, der eine seine Moneymaker Software. Warum eigentlich nicht? Können wir hier wirklich eh? Warum geht denn genau? Scheiße, ey, das ist so kacke. Och Mann, ey, das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, jetzt. Ah, schon wieder jetzt nicht, oder was, ey? Das Geburtstagskind hat die Ehre. Oh, schon wieder. Ey, okay. Ey, nicht zusammen zu. Boah, ich schlage im Büro. Oha. Er hat selbst mir wehgetan. Halt mal. Also, Tag Team hier. Ja, natürlich. Oh, leck mich, ey. Wie Sonnenbrand, ey. Ja, das Lustige, ich hab da schon Sonnenbrand davor gehabt. Das zählt jetzt nicht, dass wir gelacht haben. Ja, 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 so. Ja. Nee. Guck mal, hier deine Griffe weg. Also, was tun wir halt alles? Also nicht halten. Also wurde geklaut auf dem Markt. Tonkrüge, Obst, Waffen, Felle, Silberschmuck, mehr was man eben so brauchte. Manches war besonders beliebt beim Klauen. In Dinge, die jeder gebrauchen konnte. Speerspitzen, Kackbohnen, Lebensringe und Koksstangen brauchte ja nun wirklich jeder. Es war nur etwas mühsam, die Ausländer zu transportieren. Die Eilbürger. Auch die Scheißkanaken waren nicht besonders handlich, aber immerhin, sowas war das dritte Reich. Jawohl. Was haben wir denn da? Ja, hat wohl einer den Leuchtturm angekackt und das ist festgeklebt worden. Und das woher kommt? Ja, warum nicht? Ja, von hier. Von hier, gut. So, ich muss weiter. Na gut, tschüss. Was ist denn? Ach, hier.
Auszahlung. Ja. Dahinter sitzt ein Krankenmacher, der kann diesen Magnetstreifen lesen und dann weißt du, dass ich Kunde bin, nicht? Ne? Jawohl. Ja. Was will ich brauchen? Mit 300 Euro. Ja. Ja. Die Eingabe wird bearbeitet, haben Sie wenig Geduld? Das kann aber nicht wahr sein. Das habe ich aber nicht wahr. Das ist doch nicht. Herzlichen Glückwunsch! Alter! Scheiße! Aber das war ich jetzt mal hier. Du warst voll. Du bist dran. Ja! Aber sowas von. 3, 2, 1. Bücher, hör mal auf. Ich mach vorsichtig, keine Sorge. Ah, mit Hilfe! Mit deinem Kopf ab. Oh, was soll ich sagen? Ab sofort werden sich mein Team und ich persönlich um Ihre Fragen kümmern. Hallo. Hallo. Läuft bei Ihnen irgendetwas nicht richtig? Ja, der Krankenmacher hat meine Karte gefressen. Einfach altes Modem raus, neues 1&1 Modem rein, Startcode eingeben und Ihr Modem installiert sich vollautomatisch ganz von allein. Das wollte ich doch nicht. Der Automat hat meine Karte gefressen. Tja, manchmal gibt es Dinge, die kann ich nicht regeln. Na, komm hier, Scheißen. Vielleicht werde ich ja hier fündig. Das ist der alte Bärstädter Münzanruf. Ja, guten Tag. Guten Tag. Sagen Sie, was ist das hier für eine Putze? Oh, Sie sind ein Pilz. Es gibt nur einige hundert dieser Putzen. Vor allem... nicht so gut erhaltene. Ei, und wozu ist denn nun dieses Loch in der Mitte? Da wurde ein Schwanzchen durchgesteckt. Durch alle Pfosten hindurch. So konnte man sie gut durchfliegen. Ah, sehr praktisch, ja. Aber jetzt sagen Sie doch, was bringt denn so eine Pfosten? Sex. Wenn sie so freundlich wären. Das kam so noch. Oh Gott. Und der scheppert. Muss ich auch scheppern jetzt? Ja. Ah ja. Oh, könnte ausnahmsweise mal lieb zu ihm sein. Oh ja, Gott sei Dank, Ehrenmann. Oh, Alter, sag doch nicht, ich muss vormachen. Ich bin Briefträger, kein Kellner. Moment, wollen Sie sich prügeln? Ja, kommen Sie, wir schlagen uns. Sie fangen an und ihr schaltet ab. Ja. Ja, was denn? Brauchst du nicht? Alle Achtung. Ja, nicht schlecht. Ja. Exoclude Order 66. Ich bin doch mal die Centric an, Mann. So geil, die Centric an, Mann. Ja, gut, das machen wir jetzt auch gleich. Aber auf jeden Fall war es das ja schon mit dem Video. Mein Nacken hat es auf jeden Fall doppelten Sonnenbrand. Ja, aber wir gucken wieder mit den beiden. Und ja, mal sehen, was wir jetzt dann auch noch machen, ne? In diesem Sinne, 3, 2, 1, Servus. Ciao, ciao. Oh, das hat jetzt falsch ausgesehen. Oh. Falsche Rede. Ciao, sie.